Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, irgendwie haben wir hier ein Zeichen, dass hier irgendwas fehlt. Keine Fahrzeuge. Momentan sind keine Fahrzeuge verfügbar. Ziehen Sie den Bau weiterer Depots in Erwägung, um auf einen größeren Fuhrpark zugreifen zu können. Was für ein Depot denn? Ich schau mal, kann ich hier was machen? Aufwertungen, zusätzliche Gleise. Machen wir mal. Bat, dann haben wir hier Lagerhaus. Zusätzlicher Platz für mehr Fracht. Bat, machen wir auch mal. Machen wir gleich nochmal? Machen wir gleich nochmal. Machen wir gleich nochmal. So, also Platz haben wir. Gut, aber ändert jetzt nichts dran, dass hier die Fahrzeuge fehlen. Haben wir hier irgendwie noch einen Straßenzugang, den wir machen müssen? Nein, ich weiß nicht, von welchem Depot die reden. Ein weiteres Zugdepot bringt ja nichts. Es geht hier, wenn man so guckt, um LKWs. Ja, was können wir da denn machen? LKWs? Busse. Busse und Taxis? Bringt nichts. Gut, guck mal, jetzt kommen hier aber... Da waren gar noch weitere Zeichen. Was ist das denn? Dass hier ein Zug wäre? Ist relativ klar. Was habe ich denn hier an der Angel? Ein Busdepot bringt nichts. Busstation. Taxidepot. Was ist hier gemeint? Also da bräuchte ich eure Hilfe. Das ist ja schon auf dem Zug drauf hier, das Zeichen. Keine Fahrzeuge. Also wir haben ja ein Fahrzeug. Hier fährt ja ein Zug. Das sehen wir ja hier. Das ist nachweislich ein Zug, der hier lang fährt. Und der rausfährt. Oder fährt der nicht raus, hat der irgendwie ein Problem. Dann hätten wir das Rätselslösung. Wir schicken den ja außerhalb, aus der Map raus sozusagen. Und das müsste doch funktionieren. Die Schiene haben wir ja. Die Linie haben wir auch gemacht. Das kann sein, dass der tatsächlich irgendwie eine Marke hat. Sehen wir hier irgendwo eine Linie? Der belädt gerade. Ne, jetzt ist er auf Kurs. Ne, er fährt. Also das ist nicht das Problem. Der beliefert tatsächlich jetzt sozusagen das Gebiet außerhalb unserer Map. Aha, er püschelt sich noch mal ein bisschen. Sehr schön. Und fährt dann los. Eine schöne amerikanische Lokomotive. Aber ja, es sind halt LKWs. Aber ich weiß nicht, wie ich hier LKWs reinbringen soll. Keine Fahrzeuge. Momentan sind keine Fahrzeuge verfügbar. Beziehen Sie den Bau weiterer Depots in Erwägung. Ein Zugdepot nochmal. Kann das sein, dass die nochmal ein Zugdepot wollen? Wir hätten hier unten eins. Kann ich das vielleicht sogar noch ausbauen? Zusätzliche Gleise. Mach mal. Lagerhallen. Bat. Wow, wie cool ist das denn? Gleich mal gucken gehen. Moment, nein, runtergehen. Wow, jetzt sieht aber cool aus. Ich brauche mal ohne Hart. Wow, richtig schön. Okay, gut. Also, aber ob das jetzt was gebracht hat? Doch, schau mal an, jetzt ist das Zeichen weg. Weil wir den, das Depot hier ausgebaut haben. Aha, na, das ist ja sehr nett. Gut, haben wir Nachfrage, dafür brauche ich nur das hier. Haben wir. Ich möchte mal noch Dingens freischalten. Wo haben wir die Straße? Die Anschlussstellen bräuchten wir tatsächlich mal, dass wir da bei der Autobahn was machen können. Da brauchen wir aber 4 Punkte, die haben wir nicht. Das heißt, wir gehen hier auf Tempo und haben hier wieder kein Fußgängerzugang. Die bauen wie die komischen Leute. Das lassen wir mal. Hohe Miete. Okay, weil da können wir nichts machen, wenn die halt sozusagen falsch bauen, bauen sie falsch. Jetzt haben wir hier auch wieder ein bisschen Stau. Ja, wir haben halt generell Stau hier bei diesem Autobahnkreuz. Das sehen wir. Das sehen wir hier. Da habe ich nochmal einen Kreisel gebaut. Das geht hier von Kreisel zu Kreisel dann da rein. Ist eine ordentliche Konstruktion. Ja, da müssen wir nochmal umbauen. Was haben die für ein Problem? Mangel an Arbeitskräften. Ja, führt uns dann wieder zum anderen. Hier haben wir wieder, dass die Kunden fehlen. Und hier, das sieht eigentlich gut aus. Das gefällt mir. Hier ist das, ja, habe ich nicht umsonst gesagt, das ist für mich City Skylines 2. Gut, nochmal schnell zurückdüsen. Hier haben wir auch nochmal irgendwelche Probleme. Ja, die Bodenverschmutzung, die kriegen wir jetzt so schnell nicht weg. Aber den Güterverkehr haben wir jetzt tatsächlich geregelt. Nachfrage hätten wir ohne Ende. Und zwar einmal mehr wieder dieses dünn besiedelte leider bloß. Dann besiedeln wir mal nochmal dünn. Fläche haben wir ja noch. So, nehmen wir das mal alles mit. Hier vorne haben wir nochmal ein bisschen. Und dann sollten wir das, glaube ich, abgearbeitet haben. Ne, guck mal, geht sogar noch rauf. Auch nicht schlecht. Ich zeichne hier was ein. Und dann geht das rauf mit den Wohnungen. Okay, machen wir nochmal. Geht es irgendwann runter oder geht es noch weiter rauf? So, jetzt haben wir wirklich ordentlich eingezeichnet. Jetzt müssen sie mal noch bauen. Das ist schon dünn besiedelt. Jawohl.
Und hier haben wir die Nachfrage nach Dünn besiedelt. Unter anderem haben wir diese Nachfrage. Wo hatten wir denn auch noch Stau? Hier vorne. Geht halbwegs, guck mal. Das ist jetzt in Ordnung bei der anderen Brücke. Die wäre hier hinten. Hier geht es auch. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist auch kein Wunder, wenn der Stau hier vorne ist. Da kann es natürlich gut sein, dass auf der anderen Seite alles okay ist. Ja, hier. Vierspurige Autobahn, Stau ohne Ende. Okay, wir müssen uns das tatsächlich doch nochmal ansehen. Hier beim strömenden Regen oder im strömenden Regen wird hier dann halt zweispurig. Okay. Und hier ist es dreispurig, während oben ein Zug durchbraust. Geht hier in den Kreisel rein. Das ist alles, sagen wir mal so, nicht wirklich ideal, was wir hier haben. Jemand hat noch geschrieben, bau doch die Ausfahrt selber. Ja, das wäre eine Option, dass wir das nochmal alles abreißen und irgendwie gucken, dass wir da selber eine Ausfahrt haben. Weil so funktioniert es nicht. Die wollen alle hier lang, alle hier runter und stehen dann hier. Kriege ich hier nochmal einen Kreisel hin? Ich weiß es nicht, ob die Kreisel die ultimative Lösung... Nee, das geht eben genau nicht. Weil hier der Bauernhof im Weg ist. Da kriegen wir keinen Kreisel hin. Aber wir haben hier einen Kreisel... Kreisel ohne Ende bringt es natürlich auch nicht. Hier ist halt eine Ampel. Hier könnte ich die Ampel wegnehmen. Oder kriege ich, kriege ich hier einen Kreisel hin? Nee, da überlappt es ebenfalls. Nee, geht nicht. Da ist der Fußballplatz wahrscheinlich im Weg. Mit dem könnten wir umziehen. Da wir mit dem umziehen. Wir gucken mal schnell. Wo kriege ich den noch hin? Hier. Sag mal. Mach nochmal. Was war das denn? Im Wasser. Ach so, im Wasser geht natürlich nicht. Da haben wir da überlappend. Mit der Brücke. Nee, das geht nicht. Wo haben wir denn noch Platz? Hier hinten hätten wir noch Platz. Machen wir hier das Stadion hin. So, hier haben wir auch genug Platz. Die Straße gucken wir uns dann gleich an. Also jetzt möchte ich schauen, ob ich nicht hier bei dieser Abfahrt irgendwie da noch einen Kreisel hinkriege. Hier geht es nicht, wissen wir. Ungültige Form. Warum das denn? Was ist denn an der Form wieder ungültig? Nee, geht tatsächlich nicht. Da hätte ich den Fußballplatz auch stehen lassen können. Aber dafür können wir hier natürlich jetzt neu einzeichnen. So, hier wird auch nochmal gewohnt. Und zwar fröhlich. Hoffe ich. Gut. Ändert nichts am Stau. Jetzt müssen wir aber schnell gucken. Wir müssen natürlich das Fußballstadion wieder anschließen. Das funktioniert sonst nicht. Gerne eine dreispurige. Beziehungsweise sogar sechsspurige Straße. Einmal hier runter. Moment, das geht so nicht. Müssen wir so machen. Dann soll es eigentlich dranhängen. Dann geht das hier. Wo geht das denn hin? Haben wir hier irgendwo eine Straße? Wir kommen hier nicht in die Straße rein. Doch, guck mal, hier vorne müsste es doch gehen. Weil die haben kein Wasser. Da müssen wir natürlich aufpassen. Weil die hängen nicht an der Straße dran. Dann haben sie natürlich kein Wasser. Das ist klar. So, schön geschwungen. Hier unten durch. Da komme ich nicht rein. Hier in die Brücke käme ich rein. Wenn ich das so mache. Ja, geht auch nicht. Ich muss irgendwo in eine Straße reinkommen. Hier ist eine Straße. Bleib auf dem Boden. Ist okay. Einfach hier unten durch. Oh, Großstadt. Dankeschön. So geht's. So, dann haben wir es angeschlossen. Müsste, glaube ich, passen. Jawohl, da wird nicht mehr reklamiert. Und in die Richtung? Ja, da haben wir einfach nochmal Wohngebiete etc. Denke ich mal. Nachfrage nach Büroraum. Machen wir auch nochmal. Und zwar gerne dicht. Besiedelt. Ein bisschen hier. Dass hier nochmal ein paar Wolkenkratzer entstehen können. Und hier wird wieder gewohnt. Um den... Ja, ums Fußballstadion rum. So, fröhliches Wohnen. Garantiert. Hoffen wir zumindest. Dankeschön. Wow, der Stau. Er nimmt nicht ab. Das ist ja schon sensationell. Ich würde tatsächlich auch dazu übergehen, dass... Oh, guck mal, wir haben 15 Punkte gekriegt. Dann können wir das jetzt aber alles machen. Also die Anschlussstraße freischalten. Große Brücke. Automatisiertes Parkhaus brauchen wir nicht. Gehen wir mit dem Tempo runter, wenn wir hier rumbasteln. Strom haben wir. Wasser brauchen wir in dem Sinn nicht. Seuchenschutz lassen wir mal noch weg. Verbrennungsanlage lassen wir mal noch weg. Das geologische Forschungszentrum hätte ich gerne. Eine große Notunterkunft lassen wir mal noch. Ein Rathaus, was macht das? Ist ein Zentrum für verschiedene lokale Regierungsabteilungen. Eine effizientere Bürokratie senkt die Darlehenszinsen sowie die Preise für importierte Waren.
Macht jetzt für uns keinen großen Sinn. Ich würde mal das Gefängnis nehmen. Die U-Bahn. Die Luft. Kommt, den Luftverkehr. Den schalten wir auch frei. Da haben wir noch 3 Punkte. Ich würde sagen, die sparen wir. Weil da können wir eh nichts mehr machen. Und jetzt wollen wir da mal gucken. Kreuzungen. Oh, okay. Trompeten. Eieiei. Trompetendreieck. Eine Dreiweg-Schnellstraßen. Also Stelle. Ja, Autobahnabfahrten sind das. Die haben wir jetzt hier freigeschaltet. Sowas in dem Sinne. Wäre sowas wie da vorne. Kann ich da die Straßen noch wählen? Ja, könnten wir hier hinbauen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Das ist auch zu wenig breit. Ich glaube, wir müssten hier auch nochmal auf 4 Spuren gehen. Hier unten das Ganze auch auf 4 Spuren ziehen. Ja, das wird der Hauptding sein. Aber lass uns erstmal noch gucken, was wir sonst noch haben. Die Uni haben wir. Hier ging es weiter. Ein geologisches Forschungszentrum. Eine Einrichtung für geologische Forschungen und Feldstudien. Hilft bei der Suche nach großen unterirdischen Erz- und Ölvorkommen. Sehr gut. +3 Wahrscheinlichkeit für Collegeabschlüsse. Oh, das ist natürlich wichtig. +200% Erzvorkommen und Ölvorkommen. Ja, bauen wir. Bauen wir mit Freude. Das haben wir dann, zack, auf der Seite das Teil. Hui. Da geht ein Ruck durch die Bevölkerung. Auch ein schönes Gebäude. Sehr nett. Sauber. Dann haben wir, glaube ich, haben wir nicht das Gefängnis noch freigeschaltet? Sozialamt, Rathaus, Zentralbank. Ich dachte, wir hätten das Gefängnis noch freigeschaltet. Hier. Nee, haben wir nicht. Meilenstein, bla bla bla. Polizeihauptquartier. Das haben wir. Brauchen wir das hier noch? Da haben wir eine Straße, da ist nicht so ideal mit der Polizei. Das ist aber die Autobahn. Nö, dann brauchen wir es nicht. Was haben wir noch freigeschaltet? Den Flughafen. Der Himmel bietet eine Vielfalt an Möglichkeiten für Transit und öffentliche Dienstleistungen. Die Luftfahrt bringt für Passagier- und Frachttransporte große Vorteile mit sich. Würde ich auch sagen. Da würde ich sagen, gehen wir mal dahin. Was haben wir an Geld? 8 Millionen. Ein Flughafen. Ein kleiner Terminal mit einer Rollbahn für Flugverbindungen erhöht die Attraktivität der Stadt und steigert die Effektivität von Büros. Okay. Kann mit Flughafendienstleistungen, einer Business Lounge und einem Frachtterminal aufgewertet werden. Das würde ich glatt mal machen. Flughafen Ahoy. Die Frage ist, wohin mit dir? Ja, ich denke, da ist eine neue Kachel fällig. Weil hier oben bei der Industrie würde ich das nicht machen. Ui, das schmiert hier in der Gegend rum. Hier wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass wir hier was machen. Das wäre tatsächlich eine Idee. Allerdings, nee. Ich würde es hier machen. Lass uns hier eine Kachel kaufen. Wir schauen mal. Wenn wir hier das Ganze haben, dass wir den irgendwo... Ja, vielleicht sogar hier hinsetzen. Hier oben. Kachel, ahoi. Wir können noch 53 Kacheln kaufen. Das heißt, wir haben noch was vor. Machen wir den ganzen Bereich hier. Nehmen die noch mit. Jetzt wollen wir doch mal gucken. Le Flughafen. Hier passt er hin. Weiß irgendjemand, wie man den dreht? Jetzt habe ich es raus. Genauso wie bei City Skylines 1. Ich würde den gerne nochmal drehen. Dass er ein bisschen die Richtung guckt. Ein bisschen weg. Straße benötigt. Kriegst du. Bats. Einmal Flughafen gebaut. Da müssen wir nochmal schnell das Hard wegnehmen. Sauber. Hallöchen, Flughafen. Du brauchst einen Straßenanschluss, hast du gesagt. Wir gehen trotzdem nochmal runter. Ich möchte dann aber natürlich auch noch Flugzeuge sehen. Schönes Gebäude. Jawohl. Also da haben sie sich schon Mühe gegeben. Das muss man schon sagen. Bei diesen Spezialgebäuden. Sehr nett. Richtig schöner Flughafen. Alter, hart weg, beziehungsweise hart hin und eine breite Straße hätte ich gern. 8-spurige Straße mit Trennwand, das klingt gut, weil ich denke mal so ein Flughafen, das geht so nicht. So ein Flughafen, ja, der generiert schon Verkehr. Warte, einmal den. Müssen wir mal gucken, wo können wir da hin? Da unten haben wir was. Wir aktivieren mal die Kurve, beziehungsweise haben wir schon. Einmal so, da einmal zurück und hier rein. Ist das okay, dass wir da reingehen? Jawohl, ist okay. Mal gucken, ob es da viel Verkehr gibt. Werden wir sehen. So, und jetzt wollen wir das Ding natürlich noch aufwerten. Mit Business Lounge. Geschäftsreisende haben einen angenehmeren Aufenthalt am Flughafen.
plus 5% Attraktivität. Erhöht auch die Attraktivität der Stadt, wie man sieht. Dann haben wir hier ein Frachtterminal. Stellt Lagerplatz für Fracht zur Verfügung. Die integrierten Bahngleise, oh sogar. Und der Lastwagenterminal sorgen für einen fließenden Güterverkehr. Zack, einmal den. Und dann haben wir hier noch ein Essensdingens. Kleine Geschäfte, Restaurants und Kioske für Passagiere. Die Dienstleister zahlen Miete und decken dadurch einen Teil der Betriebskosten des Flughafens ab, erhöhen jedoch Wasser- und Stromverbrauch gering. Okay, hätten wir trotzdem gerne. So, dann haben wir den. Und jetzt müssen wir irgendwie Fluglinien einrichten oder wie funktioniert das? Was haben wir hier hinten? Die Bahn fehlt hier, keine Gleisverbindung. Das können wir natürlich ändern. Wo haben wir die Gleise? Hier unten. Dass wir hier lang gehen mit den Gleisen, da hinten rein. Machen wir doch mal. Eisenbahn. Zack. Was sind das? Einzelgleise? Nee, ist ein Doppelgleis. Mit Kurve. So, einmal hier schnappen. Einmal die Kurve hier runter. Außenrum haben wir gesagt. Können wir machen. So, hier haben wir das Ding rum. Dann hier runter. Hier runter und dann einerseits da rein. Und andererseits brauchen wir hier nochmal eine Kachel, sonst kann ich dort in die Richtung nicht düsen. So, einmal die hier, dann wieder die Eisenbahn. Und dann geht das hier mit einer Kurve da rein. Mal gucken, ob es klappt. So müsste es gehen. Das müsste passen. Dann machen die gleich Männchen hier. Hier vorne passt auch. Jawohl, passt ebenfalls. Dann haben wir den angeschlossen. Müssen wir da jetzt noch eine Linie machen? Oder wie funktioniert das? Dass hier Züge verkehren. Das wäre dann eine Linie von hier vom Flughafen. Ja, zum Güterbahnhof. Den haben wir hier unten. Wo ist leider nochmal der Güterbahnhof? Da, das ist er. Sollen wir das mal verbinden und dann eine Linie machen? Oder können wir schon? Wenn wir hier lang gehen, dann kommen wir darauf. Das müsste von den Schienen her bereits gehen. Wenn wir hier das so machen. Ist jetzt halt ein Test. Ich weiß auch nicht, ob das geht. Da brauchen wir ein Einzelgleis. So, irgendwie hier rein. Ist das okay? Jawohl, da machen wir die Biege. Hier unten gucken, dass wir ins Gleis reinkommen. Kurve zu eng. Immer noch zu eng. Hier oben. Moment, machen wir da mal die Kurve so. Und dann hier ins Gleis rein. Ist immer noch irgendwie zu eng. Ungültige Form. So wird es gehen. Okay, mit einer schönen Weiche hier. Wunderbar, das geht also. Ja, und jetzt eine Linie machen. Da sind eh ordentlich Züge unterwegs. Guck mal. Wir schauen mal. Und zwar natürlich eine Güterzuglinie. Von. Zack, hier. Zum Flughafen rauf. Zack, hier hin. Geht das? Ist eingezeichnet. Jetzt den ganzen Spaß wieder zurück. Wäre wieder hier hin. Batz. Und dann haben wir drei Güterzüge. Das ist genau, was wir wollen. Wir haben zwei, die nach außerhalb düsen. Und jetzt haben wir einen, der von hier zum Flughafen düst. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das Sinn macht. Aber das werden wir rausfinden. Und sonst haben wir halt einfach einen Zug mehr. Das passt ja auch. Und jetzt, wie kriegen wir hier die Flugzeuge rauf? Gibt es da auch irgendwie ein Linienwerkzeug? Nee. 10%, das haben wir alles gesehen. Parkgebühren, Unterhaltskosten. Güterzugroute 3, da haben wir es. Aber wie bringen wir? Effizienz 85%. Route, aha, die haben wir hier. Okay, Güterzugstation Fracht ist das. Da fährt auch jemand, okay. Aber mir erschließt sich gerade nicht, wie wir hier die Flugzeuge raufkriegen. Oder kommen die von alleine? Weil wir können ja keine Linie erstellen. Hier ist nichts. Flughafen. Ja, Flughafen. Aber hier haben wir kein Werkzeug, wo wir was machen könnten. Ja, müssen wir vielleicht Geduld haben, bis hier das erste Flugzeug landet. Theoretisch müsste ja gehen. Also theoretisch müsste das tatsächlich funktionieren. Aber schön, tatsächlich, dass hier bei diesem Flughafen noch ein Güterbahnhof integriert ist. Das finde ich natürlich eine sehr schöne Geschichte. Gut. Ja, komm, ein Flugzeug? Nö. Da ist was. Das ist, glaube ich, ein Vogel. Ne, was ist das? Ja, was ist das? Moment, ist ja angeschrieben. Sieht man wahrscheinlich im Video gar nicht.
Ja, was ist hier? Ein UFO oder was haben wir hier gefunden? Da haben wir es. Hä? Eskomben. Was sind denn Eskomben? Das ist ein Pfeil. Ja, was auch immer der Pfeil uns sagen will. Okay. Mir fehlen die Flugzeuge. Eskomben hin oder her. Schade. Ja, vielleicht kriegen wir es noch hin. Ich denke, das wird wahrscheinlich halt automatisch tatsächlich gehen. Aber schön, wie sie jetzt hier bereits gebaut haben. Das ist gleich nochmal. Das sind Wohnungen. Wenn wir hier doch nochmal einen Riegel Gewerbe hätten. Ne, guck mal, das ist ja tatsächlich Gewerbe. Dann kommen hier Wohnungen hin. So, ein ganzer Riegel. Dann geht das auch wieder runter. Wir brauchen aber tatsächlich nochmal Gewerbe. Schauen wir nochmal schnell. Gerne nochmal dicht besiedelt. Hier im Rücken. Ja, auch nochmal eine ganze Packung. Dann ist hier ordentlich Gewerberaum. Nachfrage nach Industrie haben wir tatsächlich auch. Da müssen wir aber wieder nach hier hinten. Was haben wir hier Schönes? Das muss ich mir schnell ansehen, was wir da haben. Viel Platz aber nicht. Wir müssen hier mal wieder eine Straße ziehen, so wie es aussieht. Werden wir auch gleich machen. Aber jetzt möchte ich schnell rausfinden. Wo sind jetzt die Zeichen? Jetzt sehe ich sie nicht mehr. Hier ist so eins. Die Bodenverschmutzung. Ja, ja, klar, eben. Das ist halt Industrie. Hier sicher eine Straße durchziehen. Das machen wir mal. Aber nicht so eine breite, sondern so eine in der Richtung. Möglichst daran, damit wir möglichst eine dichte Abdeckung haben, wenn man so will. Die Kurve habe ich nicht. Ich habe es natürlich wieder nicht. Dann wird das erst ab hier kurvig. So, da in die Straße rein bitte. Das müsste eigentlich gehen. Jawohl, geht auch. Dann hier raus. Hier die Kurve. Hier zurück. Hier rauf. Hier lang, hier lang, hier lang. Dann haben wir hier wieder Gelände. Und da gibt es, ihr ahnt es, ganz normale generische Industrie. Nach der verlangt wird. Habe ich alles? Ich glaube schon. Das können wir auch noch ein bisschen so lassen. Dann haben wir für später auch noch Platz. Runter geht's. So, dann müsste das eigentlich soweit klappen. Hier noch eine Straße. Hier hätten wir sogar noch einen Kreisel. Batz, da rein. Dann haben wir ja auch noch mal ein bisschen Platz. Und das geht runter. Gewerbe brauchen wir. Da könnten wir eigentlich noch mal gucken, ob sie irgendwo grün ist. Hier unten wäre es grün. Oh, guck mal, auf der Seite ist es aber auch grün. Dann werden wir hier umzonen. Das gibt hier Gewerbe, neu. Und hier hinten gibt es nochmal Gewerbe. Haben wir auch umgezont. Jetzt müssen wir aber schon gucken, dass wir hier irgendwann dann auch mal noch ein paar Wohnungen hinkriegen. So, nochmal schnell schauen. Ja, die müssen jetzt eigentlich bauen. Gehen wir hier mal auf Tempo, dann sehen wir das wahrscheinlich auch, dass hier dann relativ schnell die Bagger und die Kräne kommen. Und hier unten unsere Autobahn. Ist halt immer noch ein Problem. Ich neige tatsächlich auch dazu, das Ding nochmal abzureißen. Beziehungsweise wir haben das ja gar nie gebaut. Das war nicht wir, das war vorgegeben. Dass wir das Ding kappen und das grundlegend neu machen. Wir brauchen hier, weiß nicht, 5 Spuren haben wir, die reichen nicht. Ja, wir brauchen hier was anderes, ganz klar. Oder wenn wir hier noch eine Abfahrt machen, eine Schnellstraße hier reinkommt, das machen wir. Das testen wir jetzt einfach mal. Schnellstraße. Gerne so oder so gerne sogar so. Einfach hier rein. Ja, dann fahren da doch ein paar ab. Guck mal, das könnte sogar sein, dass das die Lösung war. Dass wir hier einfach früher ein bisschen rausgehen. Dann nehmen die eine ganz andere Route. Dann kommen die dort alle nicht in den Kreisel rein. Wahrscheinlich haben wir dann hier vorne einfach das Problem. Es ist eine Problemverlagerung. Bringt denen nichts, die können nicht drehen, aber bringt halt das oder dahingehend etwas, dass die hier hinten dann halt tatsächlich hier abzweigen. Das sieht schon so aus, als würde man das entlasten, aber eben dann, ja, wir verlagern das Problem. Das hat hier vorne dann das Problem. Gut, wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Wir haben immerhin einen Flughafen geklöppelt. Na, ohne Flugzeuge. Falls ihr eine Ahnung habt, warum hier keine Flugzeuge fliegen, wie ich das mache, weil eine Linie kann ich, wie gesagt, nicht erstellen, dann gerne bitte in die Kommentare schreiben. Dann hoffe ich, die Folge hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Also Züge, gehe aber mit dem Tempo runter. Züge haben wir in rauen Massen. Das sieht man. Das funktioniert schon mal sehr gut. Jetzt müssen wir das noch mit den Flugzeugen hinkriegen. Und mit dem Verkehr müssen wir gucken,
dass wir das in den Griff kriegen. Ich danke euch fürs Zusehen. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.